Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Keukenhof in Holland ist jeden Frühling wieder eine wahre Augenweide. Millionen von Tulpen und anderen Zwiebelnblumen stehen dann in voller Blüte. Und der Besuch in diesem Park ist ein fantastisches Erlebnis. Eine einzigartige Farbenpracht wird hier im Rahmen von traditioneller und moderner Gartenarchitektur präsentiert. Rund um den Keukenhof erstrecken sich die grossen Tulpenfelder, wo die Blumenzwiebeln angebaut werden. Kilometerweit nur Tulpen, Tulpen, Tulpen. In allen Farben und Variationen. Durch das Abmähen der Blüten fließt der Lebenssaft zurück in die Zwiebeln und gibt ihr genug Kraft für die Blüten im nächsten Frühling. Nach der Ernte werden die Felder ein Jahr lang nicht mehr mit Tulpenzwiebeln bepflanzt, damit sich der Boden gut erholen kann. Die ersten Tulpen sind im 17. Jahrhundert aus der Türkei nach Holland gelangt. Und es ist eine regelrechte Tulpenmanie ausgebrochen. Unglaubliche Preise sind gezahlt worden für die raren Knollen. Und nicht selten mussten sich Händler und Käufer verschulden, um mitzuhalten. Wo dann später aber plötzlich Preise wieder eingebrochen sind, hat das Menge braver Bürger an Bettelstab gebracht. Spekuliert wird natürlich noch heute. Aber um Tulpen zu kaufen, muss sich niemand mehr verschulden. Auch nicht bei Coop. Der gibt es diese Woche nämlich alle Tulpenzwiebeln 20% günstiger. Wie Tulpen war auch die Schönheitspflege früher nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Heute können sich Männer mit strapazierter Haut jeden Tag pflegen. Mit den Produkten von Nivea for Men und Nivea for Men Sensitive. Neben dem Waschgel für erfrischende Reinigung und der neuen Feuchtigkeitscreme für sanfte Pflege offeriert euch Coop diese Woche auch den Rasierschel und der Aftershave Balsam Nivea for Men Sensitive besonders günstig. Warum sich die Hälfte der Männer nass rasiert und die andere lieber trocken, das hat man wahrscheinlich wissenschaftlich schon erforscht. Uns hat es auch interessiert. Also früher habe ich elektrisch und dann bin ich auf nass rasieren umgestiegen. Also ich mache es mit dem Elektrorasieren immer noch. Ja. Sicher ist cool, nass Rasur ist schön. Nass. Warum? Ich finde, es ist sauberer als doch. Man hat den ganzen Tag Maschinen um sich herum und einen PC vor der Nase. Und wenn man nicht am Morgen früh im Badezimmer vor dem Spiegel noch Maschinen am Kopf hat. Für alle Nassrasierer gibt es bei Coop jetzt wieder eine Weltneuheit von Gillette. Der M3 Power Rasierer mit 3 revolutionären Eigenschaften für ein außergewöhnliches Rasiererlebnis. Ein kleiner Motor im Griff erzeugt sanfte Impulse. So richten sich die Haare besser auf und werden durch die Klinge tiefer erfasst. Die patentierte Powerglide-Klinge gleitet sanfter und gründlicher über die Haut. Für höchsten Komfort bei jedem Zug. Der Griff mit dem Gummiprofil ist wasserfest. Er liegt darum besser in der Hand, sogar unter der Dusche. Das neue Rasiererlebnis von Gillette M3 Power gibt es jetzt bei Coop zum Einführungspreis. Themawechsel. Nach wie vor ist bei unseren Kundinnen und Kunden Geflügel sehr beliebt. Es ist eiweißreich und hat einen hohen Gehalt an Vitaminen und Magnesium. Ebenfalls geschätzt wird der geringe Cholesteringehalt und natürlich die unzähligen gelustigen Zubereitungsarten. Von schonend pochiert oder dünstet bis grilliert. Auf was man im Umgang mit Geflügel im Gastgewerbe, aber auch daheim schauen sollte, das weiss der Armin Amrein, Küchenchef im Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Sorgfältigen Umgang mit Geflügel ist bei uns normal. Schon die Lehrlinge wissen, dass man das Geflügel aus hygienischen Gründen auf speziellen, separaten Bretten zuschneidet und dass man damit mit Händchen arbeitet. Daheim sollte man darauf schauen, dass das Geflügel gut durchgebraten ist bei einer Innentemperatur von 85 Grad. So wird es am besten und es gibt überhaupt keine Probleme. Danke, Armin. Schweizer Poulet aus besonders tierfreundlicher Stallhaltung kostet bei Coop zurzeit 4 Franken weniger pro Kilo. Das ist also ein weiterer Vorteil von diesem besonders beliebten und vielseitigen Fleisch. Landauf und Landab finden jetzt wieder Metzger statt. Mehr über diese deftige Tradition erfahrt ihr von uns in einer Woche in unserer nächsten Sendung. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit, danke vielmals fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.